Da haben es aber zwei aufeinander abgesehen, Salvatore Vassell, 25, und James Jennings, 23, werden auf Temptation Island ganz bestimmt keine Freunde mehr. Nachdem James es als Verführer auf Salvatores noch Freundin Christina Dimitriou, 27, abgesehen hat, ist er für Salva ein Dorn im Auge. Da steht jenem ordentlichen Instagram-Fight nichts mehr im Wege. Die Paare sind getrennt und die Aufgabe der Verführer ist in vollem Gange. Nachdem Kandidatin Christina bereits in der ersten Folge offenbarte, dass sie ihrem Freund Salvatore nicht über den Weg trauen könnte und ihm alles zutraut, hat jetzt im Gegenzug auch Salvatore Sorgen um sein noch Girlfriend. Die 27-Jährige verbringt in Thailand die kommenden Wochen jede Menge Zeit mit James, einem der Verführer in der Lieldis Villa, und der erscheint Salva ganz und gar nicht geheuer. Ist da wohl jemand eifersüchtig? Barkeeper und Partylöwe James aus Erlangen ist kein Fremder im TV-Business. Bereits im März letzten Jahres nahm er an dem Flirtformat Zwei Fremde, eine Nacht im Doppelzimmer, das Blind Date Experiment auf ProSieben teil. Bei Massagen, zärtlichen Küssen und intimen Momenten der Zweisamkeit wird James gefilmt. Diesen Auftritt bekam jetzt auch Rivale Salvatore zu sehen. Über Instagram macht der 25-Jährige seinem Ärger Luft und zieht mit einem Ausschnitt der Sendung in seiner Story über Konkurrenten James her. Im weiteren Verlauf bezeichnet Salvatore seinen Rivalen als 31er, was im Jugendslang eine Person mit verräterischem und untreuem Verhalten beschreibt. Autsch, das hat gesessen. Kommt da etwa das Temperament des Italieners zum Vorschein? So einfach lässt James diese Aussage aber nicht auf sich sitzen und schießt in seiner Instagram-Story zurück: Aber hallo, zwischen den beiden läuft es absolut nicht harmonisch ab. Hat James etwa auch schon Gefühle für Christina entwickelt und kämpft ebenfalls um das Herz der attraktiven Blondine? Was glaubst du? Gib deine Stimme in unserem Voting unten ab. Alle Folgen von Temptation Island Versuchung im Paradies ab dem 06. März 2019 exklusiv bei TV Now, www.tvn.de.